Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ich bin unterwegs. Letzte Folge habe ich gerade aufgenommen. Bin jetzt wieder am Stadtpark. Es ist 3 Uhr nachts. Und es ist wieder ein bisschen creepy. Nicht nur, weil es dunkel ist, sondern vor allem die Geräusche. Ich finde, Dunkelheit macht mir gar nicht so viel. Es sind eher Geräusche, die ja ein ungutes Gefühl erzeugen können. Also natürlich auch, gruselige Sachen, aber das ist so eins der, ja, finde ich, gruseligsten Sachen, die Geräusche. Und gerade, ihr müsst wissen, der Stadtpark, der ist so ein bisschen, naja, an einem kleinen Waldstück. Also, oh, ein Dodo. What? Ein Dodo? Selten. Beziehungsweise wusste ich nicht, dass das aktuell spawnen kann. Was ist mit meinem Internet gerade wieder? Na gut. Und ja, hier ist ein Waldstück eben dran. So, jetzt gucke ich mal, ob hier das Tor offen ist. Scheint nicht so. Ich weiß nicht, ob hier jemand drin ist im Park. Das ist halt immer ein bisschen gruselig. Ja, das Tor ist offen. Auf jeden Fall ist hier so ein Waldstück angrenzend. Und da bellt irgendwas. Die ganze Zeit schon. Und das ist alles ein bisschen creepy hier. Und jetzt stehe ich gerade da. Am gruseligsten Spot vom ganzen Stadtpark. Zumindest in der Nacht. Ich habe auch gerade keine Taschenlampe an. Nur mal kurz ein bisschen, Haspirohr? Warum zwei Haspirohr? Was für random Pokémon spawnen hier? Ja, ich muss mal gucken, weil genau hier ist der Spot, wo immer die, ja, ich sag mal, die Assis hängen. Wo ich mir auch am ehesten vorstelle, dass nachts noch Leute sind. Deswegen rede ich mal ein bisschen leiser. Ich habe aber gerade schon gehört beim Test. Also ich habe kurz durchgeklickt mal, wie das sich angehört hat jetzt mit dem neuen Kopfhörer. Dass ich tatsächlich relativ leise bin im Vergleich zum In-Game-Sound. Naja, auf jeden Fall hat das Bell da hinten halt die ganze Zeit irgendwas. Und ich kann mir halt nicht so wirklich vorstellen, dass da jetzt im Wald jemand spaziert mit dem Hund. Deswegen habe ich halt so gedacht, könnte das ein Wolf sein? Frage auch an euch. Ich glaube jetzt mal nicht. Also klar, natürlich gibt es Wölfe. Auch bei uns in der Gegend, bestimmt. Aber direkt am Stadtpark, in der Stadt, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Aber in jedem Fall habe ich ein bisschen jetzt Schiss, sag ich mal, bekommen. Genau, also sag ich mal, hier wo ich hinklicke, dieses dunkelgrüne, das ist eben diese Waldfläche. Die ist nicht groß, deswegen eigentlich, ja, für einen Wolf viel zu klein. Aber naja, anscheinend ist da. Es kann auch natürlich ein streunender Hund sein, wobei ich weiß nicht, ob es hier so wirklich welche gibt, aber. Ja, oder halt ein Haushund, der. Weil wer lässt seinen Hund frei laufen? Niemand, oder? Ach, keine Ahnung. Das Ding ist halt, ich habe so ein bisschen Hundeangst. Das hatte ich mal richtig schlimm. Hynophobie. Das ist schon besser. Aber trotzdem, also vor Hunden habe ich wirklich Angst. Meistens. Weil einfach ist so. Keine Ahnung, es gibt halt wirklich. Also ich finde Hunde unterschätzt. Ich finde die Gefahr von Hunden wird unterschätzt. Es gibt unglaublich viele Angriffe. Und Hunde haben das Potenzial, einen richtig auseinanderzunehmen. Ja? Nicht nur Kampfhunde. Das ist genauso wie Affen. Affen werden auch total unterschätzt. Oder Pandas. Es gibt ganz viele Tiere, die so süß aussehen, aber wirklich gefährlich sein können. Ein Panda kann dich komplett zerfetzen. Ja? Das ist vergleichbar mit einem Braunbär. Und es kommt ja auch aufs Verhalten an, nicht nur auf die Ausstattung oder die körperliche Statur. Ich entscheide das gerade schon ein bisschen, über das zu reden, einfach so ein bisschen random. Naja, jetzt bin ich hier am Hauptweg am Stadtpark und wir werden gleich den Abenteuerrauch anmachen. So, hier sind jetzt drei Arenen, die da hinten kann ich mich setzen. Da will ich aber jetzt nicht hin, weil ich da nicht hin will, weil es da zu nah am Waldstück ist. Ja, und es ist dunkel. Das ist halt das Ding. Hier gibt es keine Lichter nachts. Mal gucken, ob ich die Arena besetzen kann. Nope.
Und die glaube ich auch nicht. Das ist also die einzige. Ja gut, dann gehe ich da kurz hinter. Dann nehme ich vielleicht sogar heute auf diesem Spaziergang 3 Folgen auf das erste Mal. Ist möglich, ja. Weil... Joa, weil halt. Oh. Ja, irgendwie genieße ich es gerade nicht ganz so hier. Es ist irgendwie... Ist schon creepy. Das ist schon creepy. Das kann man ja nicht sagen. Ich glaube, die meisten würden sich jetzt in die Hose machen. Und ich bin auch kurz davor, nicht wahr? Nein, so schlimm ist es nicht, aber... Ist halt einfach sehr strange, ja? 3 Uhr nachts in einem dunklen Stadtpark rumzulaufen. Will auch nicht wissen, was Leute denken, die mich jetzt sehen. Falls es Leute gibt, die mich sehen. Was ich nicht hoffe. Naja, ich laufe jetzt mal dahinter. Und gehe mal so nah wie nötig ran. Und besetze die Arena. Hier ist auch so ein Spot, hier ist so ein kleines Sport, eine kleine Sportanlage. Mit vielen Sitzmöglichkeiten, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass hier Leute hocken könnten. Nachts, weil das halt auch ja recht abgeschieden ist. Ein guter Ort zum Drogendealen zum Beispiel. Ja, nice, oder? Aber die Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit. Von daher sehe ich schon etwas mehr. Als wäre ich an der Nordseeküste. Versteht ihr? Etwas mehr. So, ich glaube, hier müsste ich schon rankommen. Ja, wunderbar. Dann ist das doch gar nicht so das Ding. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich jetzt mal den Rauch anmachen. Ich will aber noch ein bisschen im Stadtpark bleiben, weil ich einfach Items sammeln will. Das ist der Hauptgrund, warum ich überhaupt hergekommen bin. Und ich werde natürlich auch hier ein bisschen aussortieren. Und einfach möglichst viele Bälle halt mitnehmen. Auch die ganzen Beleber. Ich habe eigentlich genug Top-Beleber. Ja, Ziel ist auf jeden Fall hier den Beutel zu füllen. Deswegen, ja, wenn was passiert. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Item-Sammeln mit dem Rauch kombinieren soll. Oder eher andersrum. Also eher einfach jetzt mal nur Items farmen. Und dann am Rückweg. Ich glaube, ich mache es am Rückweg. Dann mache ich wirklich 3 Folgen. Ja, ja, so mache ich es. Dann sammle ich jetzt einfach nur Items. Laufe einfach nur ganz stumpf hin und her. Vielleicht gehe ich wieder meinen Kreis da vorne. Der hat ja ganz gut funktioniert letztes Mal, dass ich nahtlos quasi ja, im Kreis immer wieder drehen konnte. Also einmal, ja, ich kann es euch jetzt schlecht nachmachen, aber um dieses Gewässer, ein Viereck, das hat ganz gut geklappt. Von daher, ich werde Items sammeln und dann sehen wir uns gleich. Zeitraffer ab. Leute, sag mal, kann das sein? Irgendwie kommt mir das gerade so komisch vor alles. Kann es sein, dass die Range geändert wurde? Gefühlt komme ich näher, also komme ich von weiter weg ran. Stimmt das? Irgendwie fühlt sich das so an. Aber das hätte ich mitbekommen. Es fühlt sich so an, als könnte ich von weiter weg, also als wäre die Range einfach größer. Ist das jetzt Psychose oder ist das wahr? Was ist das für ein Voice Crack? Strange irgendwie. Naja. Also, stören tut's mich nicht, ist ja gut. We'll be right back.
So, jetzt bin ich hier ein paar Mal, ja, diese berühmte Route gegangen. Und jetzt ist mal gut. Ich hocke mich jetzt gleich für 5 Minuten oder so. Oh, riesig. Oh, ein Showcase. Oh, das brauche ich. Das brauche ich. Oh, jetzt muss ich noch irgendwo hin. Ah, wenn ich zurücklaufe. Ja, doch, ich weiß, glaube ich, einen Spot, wo Showcase ist. Oh, nice, das hocke ich rein. Im Vergleich zu dem, was ich gerade drin habe. Boah, ich glaube, ich bin Platz 1. XXL. Nice, das ist mega gut. Dann bekomme ich wahrscheinlich auch was ziemlich Gutes als Belohnung morgen. Also heute Abend um 8 Uhr. Okay, sehr cool. Ich hocke mich jetzt hier hin, mache kurz Pause und nutze die Zeit. Und also, ja, 5 Minuten. Und wenn sich dann die Lokmodule resetten, die Puckstops, dann nehme ich die auf dem Rückweg nochmal mit und nehme die dritte Folge jetzt auf. Oh, hier ist leider nass. Ja, hocke ich mich da hinten hin. Ja, und die Zeit nutze ich jetzt, wenn ich hier sitze, zum Abschluss, dass wir tatsächlich, weil ja morgen am 15. das Event endet, ich weiß nicht, ob dann wirklich strikt, also ob das die Spawns betrifft, ob dann wirklich strikt weniger die Starter und Ferkulis spawnen, weiß ich nicht. Aber es hieß bis zum 15. Also irgendwas wird sich ab dem 15. ändern am Freitag. Deswegen werde ich jetzt. Ich habe ja ein gutes Felori und ein gutes Quarks, was 3 Sterne haben und gute EP, WP. Aber halt nicht perfekt IV. Die werde ich jetzt entwickeln, denn ja, ich habe sehr viele Bonbons gesammelt. Mercury 1250. Einmal hier dieses Quarks, das hat diese IV, also ziemlich stark, jetzt nicht perfekt, aber halt in Ordnung, dass ich zumindest eine gute Endentwicklung von jedem mal habe. 774 Bonbons ist einiges, ist nicht die Welt, aber da kann man es schon mal entwickeln. Bei Felore habe ich, glaube ich, ein bisschen weniger. Da muss ich mal gucken. Dafür ist das aber ein bisschen besser, glaube ich. Genau, das ist schon stabil. 613. Ja, da kann man es schon einmal entwickeln. Von daher werde ich jetzt mein erstes Maskagato machen. Kara hat schon eins. Mit, glaube ich, 2500 WP und ich glaube auch 3 Sternen. Die IV dürfte ähnlich sein. Erstmal die Zwischenentwicklung Felispora oder wie das heißt. Feli irgendwas. Sehr, sehr schönes Pokémon. Feliospa, aha. Und dann noch die letzte Entwicklung. Ich weiß nicht, inwiefern die stark sind und für die Go-Liga vielleicht gut. 2500. Ja. Ganz okay. Also die Starter sind alle so im Bereich 2500 bis 3000. Wenn alles gut läuft. Und natürlich höher. Klar, ein bisschen höher geht immer. Brauchst du dann natürlich halt sehr viel. Und da ist es. Das erste Maskagato von mir. Nicht schlecht. Mal gucken. Ja gut, 20 plus, das ist natürlich ein bisschen schlecht. Aber ich habe es. Und jetzt noch das Quarks. Ich hatte schon mal ein besseres, also ich hatte schon mal ein 3-Sterne-Quarks, was ich aufgehoben habe. Warum auch immer, habe ich es weggeworfen. Das hat jetzt halt leider nicht die höchsten WP. Das ist das Problem. Deswegen überlege ich gerade, ob ich nochmal warte. Ja, die WP sind ein bisschen nervig halt, ne? Ja gut, ich glaube, bei Quarks warte ich doch noch. Ich lasse es mal, falls wirklich nichts Besseres kommt, aber ich gucke, dass ich nochmal ein besseres Quarks bekomme. Auf jeden Fall war es das jetzt von dieser Folge. Ich nehme gleich die letzte auf für diesen Spaziergang, die 13. dann schon. Ah genau, und ich habe noch einen, hier, das habe ich noch bekommen für die Erkunde so und so viel Kilometer, 30 waren es, glaube ich. Hier ist sonst nichts weiter. Die eine Quest mit dem Geistding habe ich gestern Nacht noch, beziehungsweise ja, gestern Nacht noch abgeschlossen. Feldforschungen, easy, easy. Ja, dann, wie gesagt, chill ich hier ganz kurz. Und dann geht's für euch. Ich weiß nicht, wann ich das hochlade. Also die Folge müsste jetzt hier mittags kommen oder nachmittags. Dann kommt die vielleicht heute Abend noch oder dann erst morgen. Ich denke aber heute Abend, weil es sollte immer möglichst aktuell sein. Ja, das ist eben halt nichts zum Vorproduzieren, das ist ja klar.
Naja, das war's von der Folge. Macht's gut, Leute. Bis dann und ciao.